Okay, ich sehe, wir sind dabei. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Online-Event auf e-teaching.org zu wissenschaftlichem Arbeiten mit Social Media. Vorneweg habe ich leider eine bedauerliche Nachricht. Frau Dr. Daniela Pscheider kann heute leider nicht an unserer Sitzung teilnehmen, da sie krank ist. Wir hatten heute eigentlich zwei Vorträge geplant, von Sonja Utz und von Daniela Pscheider. Wir werden in den nächsten Wochen schauen, wie wir den Beitrag von Frau Scheider nachholen und in welcher Form. Für heute belassen wir es bei dem einen Event. Wir informieren Sie dann rechtzeitig im Newsletter darüber. Genau, heute vortragen wird meine Kollegin, Professor Dr. Sonja Utz vom Leibniz-Institut für Wissensmedien. Erstmal hallo Sonja, schön, dass du da bist. Hallo? Ich möchte Sonja kurz in ein paar Worten vorstellen. Sonja ist Professorin für Social Media Kommunikation an der Uni Tübingen und am Institut für Wissensmedien leitet sie die ERC-Nachwuchsgruppe zu Social Media. Sie hat in Eichstätt Psychologie studiert und war danach unter anderem an der Freien Universität Amsterdam und an der TU Chemnitz tätig. In ihrer Forschung untersucht sie die Nutzung und die Effekte sozialer Medien im interpersonalen sowie im organisationalen Kontext und befasst sich mit der Frage, wie die Pflege und Ausbreitung sozialer Netzwerke zu informationaler und auch emotionaler Unterstützung führen kann. Weitere Forschungsschwerpunkte von ihr sind unter anderem der strategische Wissensaustausch über soziale Medien, Online-Reputationsmanagement und soziale Beziehungen in sozialen Netzwerken. Wenn Sie zum Event mit uns diskutieren möchten, können Sie das wie immer tun in den sozialen Netzwerken. Auf Twitter und auf Facebook haben wir das Hashtag SoMeLern dafür, was auch hier auf der Folie notiert ist. Bevor es losgeht, organisatorisch der Hinweis, dass die Präsentation circa 25 Minuten so dauern wird. Sonja referiert etwas länger jetzt, nachdem Frau Pscheider leider nicht da sein kann. Und anschließend haben wir in jedem Fall noch genügend Zeit zur gemeinsamen Diskussion. Fragen können Sie schon während des Vortrags stellen. Ich sammle die Fragen und gebe sie dann an die Referentin im Anschluss weiter. Und nur bei wichtigen Verständnisfragen oder technischen Problemen würde ich kurz unterbrechen. Ja, so viel zum Vorgeplänkel. Dann von meiner Seite sind wir bereit. Sonja, ich schalte auf deine Folien um und dann kann es losgehen. Okay. Ja, funktioniert. Okay, guten Tag. Nochmal danke für die nette Einführung. Und ich werde Ihnen jetzt was erzählen zum Thema wissenschaftliches Arbeiten in sozialen Netzwerken und zwar insbesondere in dem sozialen Netzwerk ResearchGate. Ich werde ganz kurz ein bisschen was allgemein zu Social Media sagen und was denn ein soziales Netzwerk überhaupt ist. Dann werde ich Ihnen erklären, was ResearchGate genau ist, weil ich nicht weiß, ob es jeder kennt. Habe ich da ein paar Screenshots vorbereitet. Werde Ihnen die Ergebnisse von einer Studie vorstellen, die wir unter ja, überwiegend deutschsprachigen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen durchgeführt haben, wie die das tatsächlich nutzen und welche Benefits es da gibt. Und ja, schließe dann ein bisschen aus mit ein paar Implikationen. Genau. Soziale Netzwerkseiten sind ja eine spezifische Form von Social Media und Social Media ist ja vermutlich den meisten von Ihnen bekannt, das ist eigentlich mehr so ein Sammelbegriff, ein Überbegriff für eine Vielzahl von Technologien, die irgendwie unter dieses große Schlagwort Web 2.0 fallen. Was ihnen gemeinsam ist, dass die Nutzer selber eben Inhalte generieren und die auch austauschen können. Da kann man jetzt sagen, das hatten wir im Internet in den was weiß ich, 90ern im Usenet auch schon. Was jetzt tatsächlich neu ist, dass das alles nochmal sehr viel sichtbarer ist. Also es sind nicht mehr abgeschlossene Usenet-Gruppen, sondern wenn wir denken, Tweets zum Beispiel, die sind für jeden sichtbar, auch für Leute, die überhaupt nicht, also auch wenn man keinen Twitter-Account hat und man googelt irgendwas, kann man zum Beispiel Tweets finden. Es ist außerdem auch sehr viel sichtbarer, mehr mit wem verbunden ist, wer was geliked hat, wer was kommentiert hat, wer irgendwas gemacht hat. Ein weiteres Kriterium ist die Editierbarkeit. Also wenn man zum Beispiel an Wikipedia denkt oder an Blogbeiträge, die können ja im Nachhinein nochmal wieder bearbeitet werden. Was Social Media auch kennzeichnet, ist die Persistenz von Beiträgen, dass sich eben
denken. Zum Beispiel ein Facebook-Post, selbst wenn ich es dann nicht mehr so toll finde und ich habe es dann gelöscht, wenn das von anderen geteilt und ja, weitergeleitet wurde, dann ist das eben immer noch da. Und generell ist der Default bei all diesen Systemen eigentlich, dass die alten Nachrichten sehr lange bestehen bleiben, dass die irgendwo archiviert sind. Diese ersten drei Kennzeichen, die gelten mehr oder weniger auch für andere Internetformen. Was aber wirklich neu ist, seitdem wir Social Media haben, ist, was im Englischen Association heißen würde, oder Verbindung, dass ich plötzlich entweder Verbindungen zwischen Personen sehe, also auf Facebook sind das eben Facebook-Freunde, Xing-Kontakte oder sowas, oder eben zwischen Personen und Inhalten. Also wer hat was geliked, wer hat was geteilt, kommentiert und so weiter. Und das gibt durchaus auch nochmal Informationen über eine Person und so weiter. Eine spezielle Form von Social Media sind jetzt soziale Netzwerkseiten. Da ist Facebook im privaten Bereich das bekannteste und auch dominierende. Aber wir werden eben gleich sehen, dass es auch welche speziell für Forscher gibt. Social Network Sites, die wurden ja Anfang 2000, 2007 haben Allison und Boyd die definiert, dass das eben webbasierte Services sind, wo Leute ein öffentliches oder semi-öffentliches Profil anlegen können von sich selber. Semi-öffentlich meint zum Beispiel nur innerhalb des Netzwerks oder innerhalb der Gruppe der sogenannten Freunde in dem Netzwerk, dass sie eben gleichzeitig eine Liste von anderen Nutzern, Nutzerinnen anlegen können, mit denen sie in irgendeiner Verbindung stehen. Wie gesagt, auf Facebook nennt man die Freunde, auf Twitter nennen wir die Follower. Und was eben auch neu ist, dass man dann durch diese Kontakte von anderen, ja, durch den Kontakten von anderen auch nochmal so durchklicken kann, browsen kann und sehen kann, was die denn so tun. Das wäre so ein bisschen allgemein eine Definition, was sind eigentlich Social Media oder spezieller soziale Netzwerkseiten. Jetzt ist natürlich die Frage, was hat das denn mit Wissenschaftlern zu tun? Und da können wir uns erstmal anschauen, wie denn der wissenschaftliche Arbeitskreislauf überhaupt aussieht. Das fängt halt meistens damit an, dass man erstmal irgendwie was liest zu einem Thema, dass man eine bestimmte Idee hat, was man untersuchen möchte, dass man dann einen Plan entwickelt. Manchmal muss man auch noch irgendwie ein Drittmittel beantragen und schauen, dass man überhaupt Geld dafür herkriegt. Man führt Studien durch, man analysiert die, man schreibt das Ganze dann. Ah, ich sehe gerade, dass irgendjemand nichts mehr hört. Funktioniert das? Hören mich die anderen? Okay. Gut. Also bei den meisten scheint es zu gehen. Also wir haben so einen Kreislauf in verschiedenen Stadien, Ideengenerierung, eine Studie durchführung, das Aufschreiben, das Veröffentlichen, jemand anders liest dann wieder die Veröffentlichen und es geht immer so weiter. Und wir haben natürlich da nochmal andere, man braucht Support, man braucht Verwaltung, Lehre hängt da zum Teil auch nochmal mit dran. Und man könnte jetzt, das wäre natürlich eher der Vortrag von der Frau Bscheider gewesen, in diesen verschiedenen Phasen gibt es natürlich verschiedene Social Media Tools, die Forscher unterstützen können. Also es gibt zum Beispiel ganz viel, dass Wikipedia oder so verwandt wird. Es gibt Social Media Tools für die Literaturrecherche, dass man Dokumente verwaltet. Wenn wir an Outreach denken, könnte man denken, ich verwende Twitter oder Blogs, um meine Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Wir werden uns jetzt im Wesentlichen dann auf ResearchGate und da geht es eigentlich mehr um, wir werden sehen, sehr stark um die Publikationen, obwohl ResearchGate selber ein bisschen breiteren Anspruch nochmal hat. Eine Idee, warum Social Media denn jetzt die Wissenschaft verändern könnten, das fällt unter dieses Stichwort Science 2.0 oder auch Open Science. Was wir bislang haben, ist die obere Grafik. Also wir haben es ein bisschen klein. Oben steht immer positive Ergebnisse, unten steht negative Ergebnisse. Und im Moment haben wir eine sehr starke Selektion. Also schon, wenn ich was durchführe, mir das überlege, wenn da irgendwie nichts bei rauskommt oder das nicht weiterführt, dann verschwindet das in der Schublade. Und ganz stark ist es natürlich im Publikations, der Phase, dass eben Studien, wo keine signifikanten Ergebnisse sind, die Hypothesen werden nicht bestätigt, sowas wird überhaupt gar nicht erst publiziert. Das heißt, das verschwindet alles. Und die Idee wäre, und das ist dann auf der unteren Grafik, wenn wir jetzt Social, ja,
Social Media einsetzen würden, dass sich der ganze Forschungsprozess ändern könnte, dass die Leute schon am Anfang bei allerersten vagen Ideen Microblogs benutzen, Wiki-Updates, Online-Diskussionen und so weiter und dass man also diese ganzen Vorstadien des Forschungsprozesses, dass die auch schon öffentlich zugänglich sind. Ein Problem ist ja auch, dass wissenschaftliche Artikel oft nur eben ja bei teuren Zeitschriften erscheinen. Da haben wir ja die Open Access Bewegung, aber es gibt auch diese Bewegung, dass doch auch die Daten öffentlich sein müssten. Und da wird immer wieder diskutiert, dass Social Media helfen könnten, all diese Informationen zu teilen. Wenn man jetzt also so ein bisschen schaut, was wären mögliche Vorteile von Social Media für Wissenschaftler, dann wäre das eine, was ich gerade gesagt habe, das könnte eine Chance zu freiem Zugang zu Publikationen und Daten bieten. Das andere, was wir natürlich haben in diesen ganzen sozialen Netzwerken, ist auch die Vernetzung von Wissenschaftlern untereinander. Und als nächster Schritt dann natürlich auch mehr gemeinsame Forschungsprojekte, Kollaboration über verschiedene Universitäten, Länder und eben auch über verschiedene Disziplinen hinweg. Ein anderer Vorteil von Social Media, jetzt nicht nur für Wissenschaftler generell, ist, dass man eben mehr Informationen bekommt. Zum einen, wenn ich so Feeds zum Beispiel verfolge, was Leute denn so posten, dass ich ein Gefühl dafür kriege, wer denn überhaupt was macht in meinem Feld, dass ich auf interessante Artikel hingewiesen werde oder eben, wenn ich mal selber nicht weiter weiß, eine Frage an mein ganzes Netzwerk stelle und da dann hoffentlich interessante oder richtige, weiterbringende Antworten bekomme. Ein weiterer Aspekt wäre das Online-Reputationsmanagement. Also es geht ja nicht nur darum, dass ich mich vernetze und forsche, sondern es wird für viele auch als ein Marketing-Tool gesehen für die Selbstvermarktung, dass man eben naja, auf Publikationen und so weiter hinweist. Und man könnte Social Media eben auch für einen besseren Transfer benutzen, also dass man auch die Öffentlichkeit darüber informiert, was aus so einem Projekt überhaupt rauskommt, wenn sie da an Twitter oder an Weblogs denken. Das wären also mögliche Vorteile. Wir haben aber auch Barrieren, warum Wissenschaftler sowas nicht nutzen oder nicht nutzen wollen. Was da sehr oft genannt wird, ist, dass es zu zeitraubend ist, weil ich müsste dann halt noch auf Twitter, auf Facebook sein, Blogs schreiben. Das kostet natürlich alles Zeit. Vielen Wissenschaftlern ist auch gar nicht klar, was jetzt die Vorteile sind, weil eben in der wissenschaftlichen Welt, also zumindest wenn es darum geht, ob ich eine Stelle kriege, eine Professur, zählen eigentlich doch vor allem die Publikationen und die eingeworbenen Drittmittel und jetzt weniger, wie viele Tweets ich irgendwie geschrieben habe. Manche Leute wissen vielleicht auch nicht so sehr, wie sie diese Social Media bedienen sollten. Ein anderes Problem ist die Glaubwürdigkeit. Also von so einem Online-Forscherprofil theoretisch kann ich natürlich da alle möglichen Leistungen draufschreiben, aber stimmt das tatsächlich, dass ich das alles gemacht habe? Damit verbunden, gerade wenn wir über sowas wie Open Data reden, dass die Leute auch ihre Daten teilen sollten, ist die Frage nach der Datensicherheit. Also gerade in den Sozialwissenschaften haben wir da natürlich auch nochmal Privacy. Wir haben ja oft persönliche Daten von Versuchspersonen, denen wir vorher Anonymität zugesichert haben. Aber es geht ja auch um die Frage, wenn ich das irgendwo hochlade auf so eine Plattform, gehört das dann plötzlich der Plattform und nicht mehr mir. Dann haben wir Wissenschaftler, die sagen, sie haben eigentlich kein Interesse an Selbstvermarktung. Das finden sie, gehört nicht zur Wissenschaft. Und eine weitere Barriere wäre dieser Kontext-Kollaps, also diese private und professionelle Nutzung. Wir sehen ja jetzt, dass manche Wissenschaftler Facebook beruflich nutzen, aber die haben eben auch ihre Familie, ihre Freunde da drauf und viele Leute wollen gar nicht, dass sich diese zwei Kontexte so dermaßen vermischen. Das wären jetzt noch allgemeine Vorteile, also Potenziale oder mögliche Barrieren von Social Media. Wenn wir jetzt schauen, wo passt denn jetzt ResearchGate da rein? Warum sollte das jetzt gerade das Tool für Wissenschaftler sein? Bevor ich Ihnen das sage, möchte ich Ihnen erst ein bisschen ResearchGate zeigen, weil ich nicht weiß, ob jeder einen Account hat und es kennt. Es ist im Prinzip ein soziales Netzwerk, also ein Facebook oder ein Xing für Wissenschaftler. Wurde vor 7 Jahren von Wissenschaftlern gegründet und hat laut eigener Aussage von der Website jetzt über 7 Millionen Mitglieder. Und wenn man guckt auf der Website, was denn das Mission Statement ist, dann sagen sie eben, ist to connect the researchers, also Forscher miteinander zu verbinden, es einfacher für die zu machen, um ihre Ergebnisse zu teilen und auch die von anderen zu erhalten, außerdem Wissen und Expertise teilen. Und sie sagen eben, man würde hier alles finden, was man bräuchte, um seine Forschung voranzutreiben und damit natürlich auch die Karriere.
Ich wollte es nochmal ein bisschen konkreter machen, wie das aussieht. Also was man im Prinzip machen kann, ist eben, man hat ein Profil, wobei das jetzt eigentlich mehr ist, an welcher Uni man arbeitet, was man denn so macht. Man kann seine Publikationen teilen, man kann sich mit anderen Forschern vernetzen, also indem man denen folgt, so ähnlich wie auf Twitter. Man bekommt Statistiken, also dieser ResearchGate-Score, über den wir nachher noch reden werden. Es gibt so ein Question-Asking-Modul, also man kann Fragen stellen und andere können die beantworten. Und sie hätten auch nochmal so ein Job-Market-Modul. So sieht es im Moment aus und die haben jetzt letzte Woche das Design verändert. Ich habe erst überlegt, ob ich alle Screenshots aktualisiere und mich dann entschlossen, die alten, die ich schon hatte, zu lassen, weil das ist, wie es aussah, als wir die Studie durchgeführt haben. Soweit ich gesehen habe, allerdings haben sie bisher eigentlich nur die Farben und das Design verändert. Also es sieht nicht so aus, als hätten sie grundlegend neue Funktionen. Das ist, wie es aussah zum Zeitpunkt der Studie, wenn ich mich selber da eingeloggt habe. Also man sieht, ich habe hier, glaube ich, irgendwo so einen kleinen Pfeil. Hier oben wäre mein eigenes Profil. Ich würde hier eben sehen, was passiert ist. Und Katharina Scheiter, die hier ja, denke ich, auch schon mal vorgetragen hat, meine Kollegin, die hat einen neuen Artikel gepostet. Da könnte ich jetzt sagen, ich möchte den Fulltext von dem Artikel haben. Ich könnte ihr folgen. Ich sehe so ein bisschen, was ähnliche Forscher auch noch machen in dem Gebiet. Und was ein spezifisches, wo ich nachher noch drauf eingehen werde, es gibt sogenannte Endorsements. Da werde ich jetzt gefragt, ob Marleen Hausmann, die ich aus den Niederlanden noch kenne, ob die tatsächlich was über Knowledge Creation weiß. Und dann kann ich einfach auf Endorse klicken und dann würde das heißen, sie weiß das oder ich lasse das sein. Ich mache den Pfeil mal hier eben wieder weg. Ah ja, wir waren bei den Endorsements, genau. Dann könnte ich auf diese Question und Answers gucken. Hier können eben Leute, das ist jetzt echt ganz, ganz breit, was sie immer sie wollen, fragen und andere Leute können das antworten. Genau. Was man hier sieht in der Ecke, das sind diese Endorsements. Also ich habe ja vorhin gezeigt, dass ich bei einer Kollegin sagen könnte, ob sie bestimmte Skills hat. Und das sind jetzt die Skills, die von anderen bestätigt wurden, dass ich eben was zu Online-Social Networks, Social Communication und so weiter mache. Das heißt, das wird dann hier angezeigt. Und man kann eben Publikationen sehen, man sieht irgendwie rechts, man kann das ein bisschen sortieren, nach welchen die neulich rauskamen, in meinem eigenen Netzwerk, in meinem Forschungsfeld und so weiter. Es gibt auch noch das Job-Feature, das würde ich jetzt weglassen, aber im Prinzip mehr oder weniger so sieht das aus. Das ist also in dem Feed sind sehr stark immer die Publikationen und man kann eben nochmal anderen Forschern folgen. Was ResearchGate dann auch noch ausmacht, ist der sogenannte ResearchGate Score. Und wie man sieht, gibt es hier verschiedene Metriken. Also ich habe oben diese 24,47 waren das da gerade. Das wäre der Score. Das zeigt mir, wie viele Publikationen ich da hochgeladen habe, wie oft die angeschaut wurden, wie viel tausendmal jemand die gedownloadet hat, wie oft die zitiert wurden. Und es gibt eben diese Impact Points. Wenn man schaut, was das Ganze soll, dann sagt ResearchGate selber, das wäre eine neue Methode, um wissenschaftliche Reputation zu messen. Und dass es irgendwie aus den ganzen Publikationen käme. Der hier ist jetzt angeblich schon relativ hoch, 77,5%, wie die anderen, besser als die anderen Mitglieder. Wenn man nochmal schaut, was Sie jetzt sagen, wo der zurückkommt, was Sie eben, ich habe ja am Anfang gesagt, was die Vorteile von Social Media wären, dass jetzt alles offen wird, dass eben nicht nur das, was ich publiziere, sondern auch Sachen mit den nicht so schönen Ergebnissen und so weiter veröffentlicht werden. Das steht hier eigentlich drin, dass Sie diese Idee haben, dass die Arbeit von Forschern honoriert wird, ganz egal, ob die publiziert ist oder nicht. Und es wird eben auch um diese Contributions gehen, die man dabei hätte. Es sagt auch, es gibt so einen geheimnisvollen Algorithmus und es geht darum, wie die Peers, also die anderen Wissenschaftler, das wahrnehmen und auch wer das ist, wie wichtig die sind. Und sie sagen dann eben, das wäre auch schwer zu manipulieren, weil es von den anderen abhängt. Aber es weiß eigentlich keiner so genau, was sie da eigentlich machen. Das wäre so ein bisschen die Basis, was ResearchGate eigentlich ist.
Warum sollte das jetzt attraktiv sein für Forscher? Ich hatte ja vorhin die möglichen Barrieren gesagt. Ein Vorteil hier könnte natürlich sein, dass wir nicht diesen Kontext-Kollaps haben. Das ist explizit für Forscher designed, also man muss irgendwie so eine Uni-Adresse oder was auch immer, man muss angeben, wo man arbeitet. Ich habe also nicht wie auf Facebook meine ganze Familie und Freunde da drauf. Ist eben sehr stark, ja, inhaltlich orientiert. Großer Vorteil für viele Leute, die an einer weniger gut ausgestatteten Bibliothek arbeiten oder an der Uni mit einer weniger gut ausgestatteten Bibliothek ist, dass viele Forscher ihre Artikel da hochladen, auch wenn das teilweise eine rechtliche Grauzone ist und man dann eben schneller an Publikationen drankommt, die man sonst nicht kriegen würde. Dieser ResearchGate Score, auch wenn nicht ganz klar ist, was der macht, führt schon dazu, dass man sehr schnell Forscher miteinander vergleichen kann, dass man sich selber vergleichen kann mit anderen Leuten, und das wird eben zunehmend auch bei Bewerbern eingesetzt, um zu schauen, wie gut jemand ist. Und wir hatten vorher dieses Glaubwürdigkeitsproblem noch angesprochen, und da hätten wir mit diesem Endorsements nochmal so ein bisschen eine Bestätigung, dass auch jemand tatsächlich zu dem Gebiet forscht. Ja, über die Frage können wir vielleicht ganz am Schluss was sagen. Ich mache, denke ich, jetzt einfach mal weiter. Was wir sehen, ich habe jetzt gesagt, Potenzial, das wäre all die Möglichkeiten, aber das Spannende ist natürlich jetzt, wie sehen denn Forscher das und wie nutzen die es denn überhaupt? Und dazu haben wir eine Online-Befragung. Achso, sorry, da kommt erst nochmal was. Es gab nämlich bislang relativ wenig, und wenn es gibt, dann sind es Studien, die so mit Data-Crawling die ResearchGate-Scores eben runterziehen, die mit Google Scholar, mit H-Faktoren und so Sachen nochmal verrechnen und sehen, dass es hohe Korrelationen gibt, aber da ist nichts über die subjektive Bewertung von den Nutzenden drin. Und es gibt eben ein paar theoretische Arbeiten. Was wir jetzt wissen wollten, ist, wie nutzen die Leute das tatsächlich? Also wie oft loggen die sich ein? Was machen sie denn da? Und wie sehen sie das? Weil es verkauft sich ja ein bisschen wie so eine Community von Forschern und wir kollaborieren alle, aber man kann es genauso gut einfach sehen als eine Alternative zur Bibliothek. Ich gehe da schnell drauf, hole mir einen Artikel und das war's. Oder man könnte es eben auch als eine Plattform für die Selbstdarstellung sehen. Und das war eben ein bisschen die Frage. Die andere Frage ist natürlich, es verspricht einem ja, es würde einem helfen, man würde hier alles kriegen, was man für seine Forschung, die Karriere braucht. Deshalb wäre natürlich die Frage, sind die Nutzer denn zufriedener mit ihrer Karriere als die Nichtnutzer? Sind die produktiver? Können wir da irgendwas sehen? Und die andere Frage wäre dann, welche Nutzungsmuster sagen denn Produktivität, Karrierezufriedenheit oder auch diesen ResearchGate Score vorher? Und wie verhält sich der nochmal zu anderen Indikatoren? Dazu haben wir eine Online-Befragung durchgeführt. Wollten wir ein bisschen was über, eben gucken, habe ich jetzt dieses, da fehlt irgendwie eine Folie. Wir wollten ein bisschen was zu wissen zu Hintergrundinformationen zum Wissenschaftlern, die demografischen Angaben, in welchem Feld, wie groß der Erfolgsdruck ist, also wie wichtig sind Publikationen, Drittmittel, berufliche Social-Media-Nutzung und eben auch, wie sie ResearchGate nutzen, und diese abhängigen Variablen, die ich erwähnt hatte. Hier fehlt mir irgendwie eine Grafik, aber wir hatten 327 vollständig ausgefüllte Fragebögen. Ich habe das zusammen mit meiner Postdoktorandin Nicole Muscanell gemacht, die ist aus den USA, und man sieht ein bisschen, dass wir das, also wir haben es auch auf Twitter und in Mailinglisten getan, aber es ist ein bisschen unser eigenes Netzwerk, also wir haben Deutschsprachige und Amerikaner überrepräsentiert und wir haben auch mehr Leute aus der Psychologie und Kommunikationswissenschaft. Wir haben derzeit diese Woche noch online eine Follow-up-Studie, wo wir hoffen, auch Leute aus anderen Disziplinen zu bekommen. Wir haben Leute aus allen Levels, also Doktoranden bis hin zum Full Professor, das ist also halbwegs gleichmäßig verteilt, und ungefähr halbe auch Männer und Frauen. Wenn man jetzt schaut, welche Social Media diese Leute denn beruflich nutzen, dann wäre hier auch eine Grafik gewesen, die ich jetzt hier nicht mehr sehe. Wir haben die Studie nicht als Studie zu ResearchGate angekündigt. Ich muss mal eben schnell auf einem anderen Schirm schauen, dass ich die Zahlen hier sehe. Genau. Wir haben sie nicht als ResearchGate-Studie angekündigt, sondern allgemeiner als Studie zur Social-Media-Nutzung von Wissenschaftlern, weil wir
ja auch Nutzer und Nichtnutzer vergleichen wollten. Und wir haben also so 56% ResearchGate-Nutzer in der Studie und am zweithäufigsten auch mit etwas mehr als der Hälfte der Leute, die hatte auch Facebook beruflich genutzt. Dann kam mit so 36, 37% Xing oder LinkedIn. Und jetzt hier in diesem deutschen Raum ist Academia Edu ein bisschen abgeschlagen. Das wird aber international durchaus genutzt. Gut, wenn man schaut, wer es nutzt, wie sich das verteilt, dann sehen wir so eine umgekehrt U-förmige Verteilung. Also die Leute, die ganz am Anfang oder relativ am Ende ihrer Karriere stehen, von denen benutzt es ein geringerer Prozentsatz. Aber die Assistant Associate Professoren sind am aktivsten oder genau. Gab hier keine systematischen Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Wenn man schaut, wie oft sie das nutzen, dann, also jetzt im Vergleich mit anderen Social Media wie Facebook, wo die Nutzer meistens mehrmals am Tag drauf schauen, wird ResearchGate eigentlich eher sporadisch genutzt. Also nur 5% nutzt es täglich, die meisten einmal die Woche oder halt monatlich. Wenn man schaut, oh, jetzt hoffe ich, dass es mit der Grafik wohl funktioniert. Oh nee, das wird jetzt ein bisschen schwierig. Sonja, darf ich kurz unterbrechen? Du könntest mal probieren, deinen Bildschirm zu teilen. Ja. Beziehungsweise könnte... Wie mache ich das? Ich probiere das mal ganz kurz. So, meinen Bildschirm freigeben. Mache ich andere Sachen mal weg? Ich habe das Add-in nicht. Ich kann das nicht machen. Okay. Ich erkläre einfach, ich gucke nochmal auf meinen anderen Dinges und sage, was man eigentlich... Okay, wir würden nochmal eine zurückgehen und auf da, wo man jetzt gar nichts sieht, jetzt muss ich nur auf meinen anderen Bildschirm schauen, man würde eigentlich sehen, dass die meisten Sachen so gut wie nicht genutzt werden. Also wir haben eine Skala von 0 ist nie, 1 ist selten, bis 5 ist mehrmals täglich und es wäre kein Mittelwert über der 2. Das heißt, alles wird eigentlich höchstens ein paar Mal im Monat genutzt. Und was am meisten passiert ist, dass Leute irgendwelche Notifications bekommen. ResearchGate ist sehr aktiv, einem dauernd irgendwelche Mails zu schicken, wenn man das nicht abstellt. Was irgendjemand hat was publiziert, der hat was endorsed, der hat, was weiß ich was, ein Paper hochgeladen oder solche Endorsements zu bekommen. Und am zweithäufigsten, also danach kommt dieses, dass man sich die Profile von anderen Leuten anschaut, dass man sich die Papers von anderen Leuten anschaut, dass man irgendwie selber Paper-Requests bekommt. Es gibt kaum Leute, also dass der Mittelwert zwischen nie und selten, die Fragen stellen oder Fragen beantworten. Und ResearchGate hätte die Option, dass man Daten hochlädt oder das nennen sie Open Review. Da sollte man ein Paper reviewen, was eigentlich schon gereviewt ist und da nochmal diskutieren. Das nutzt aber also zumindest in unserer Stichprobe eigentlich niemand. Dann wollten wir ja abgesehen davon wissen, das ist dann, ich gucke hier mal weiter, das ist die zweite Folie, auf der man nichts sieht, nur die Linie, die anzeigen würde, wo denn der Mittelwert der Skala ist. Das ist, wie Leute das denn überhaupt beurteilen. Und das kann ich auch kurz machen. Es gab eine Skala von 1 bis 5, wie sehr sie denn irgendwelchen Statements zustimmen. Und die einzigen beiden, wo der Mittelwert wirklich über der 3 liegt, also wo die Leute sagen, ja, da stimme ich zu, ist eigentlich mit Abstand dieses, es hilft mir, meine eigene Arbeit zu teilen. Und als zweites, es erhöht meine Citations. Das ist interessant, weil ich sehr viel Forschung zu Social Media mache, also zu Facebook, aber auch zu beruflichen, wie Xing, Twitter. Und normalerweise findet man eigentlich immer so ein bisschen soziale Erwünschtheit, dass die Leute bei Facebook sowieso sagen, ich nutze das, um in Kontakt zu bleiben mit Leuten. Oder sie sagen, ich möchte neue Informationen bekommen. Aber es ist eigentlich nie, dass die Self-Promotion an erster Stelle steht. Und man kann jetzt natürlich, es hilft mir, meine eigene Arbeit zu teilen. Das kann man auch nur als sehr altruistisch framen und sagen, ich möchte anderen Leuten Zugang geben, aber Zitationen zu erhöhen. Also eigentlich kommt da drauf raus, die Leute, die nutzen es, um sich selber zu promoten. Die anderen Scores unterscheiden sich nicht so stark. Also, dass es hilft, Expertise zu teilen, irgendwie einen produktiver zu machen, neue Ideen zu kriegen, finden wir eigentlich keine starke Zustimmung. Allerdings, wir haben auch ein paar negativ geframte drin, also dass es eine Zeitverschwendung ist, dass es zu sehr ablenkt. Auch da haben wir keine starke Zustimmung.
Genau. Jetzt dürften, glaube ich, keine Grafiken mehr kommen. Wir haben diese auch nochmal zusammengefasst in diese ganz vielen Items, die Sie jetzt nicht sehen konnten, in drei Skalen. Das eine ist eben positiv für die Karriere. Das wäre eben dieses meine Citations gehen hoch, positiv für die tägliche Arbeit oder das Negative. Und man sieht eben, dass wenn, dann wird es als ein Karriereboost wahrgenommen. Und interessanterweise korreliert das mit diesen Hintergrundvariablen, die wir hatten. Also Leute, die in einem Feld sind, wo die einen höheren Erfolgsdruck haben. Also es gibt ja immer noch Bereiche in Deutschland, wo zum Beispiel ein deutsches Buch okay ist und in der Psychologie ist der Druck viel stärker, dass man auch in hochrangigen englischsprachigen Zeitschriften publiziert. Also je höher die Leute sagen in ihrem Feld, je höher der Erfolgsdruck ist, desto positiver nehmen sie dann auch wieder ResearchGate wahr. Können wir am Schluss nochmal diskutieren. Dann haben wir uns ja angeschaut, Nutzer versus Nichtnutzer bei diesen abhängigen Variablen. Und da fehlt auch wieder eine Grafik, aber da kam echt absolut kein Unterschied raus. Ich hatte eigentlich noch nie so identische Mittelwerte, also weder in der Karrierezufriedenheit noch in der Produktivität haben wir irgendwelche Unterschiede zwischen den Nutzern und den Nichtnutzern. Dann haben wir versucht, ja, diese Variablen vorherzusagen. Also wenn Nutzer, Nichtnutzer nichts macht, vielleicht macht ja dann, wie man es nutzt, also wie oft man sich einloggt, ob man da eher Paper teilt oder ob man mit Fragen beantwortet irgendwas aus. Und da kam auch nichts bei raus. Also jetzt nicht mal unbedingt, dass die Professoren mehr zufrieden wären oder so. Also keine Varianz, die wir mit den Variablen erklären können. Dann hatten wir noch den ResearchGate-Score. Der war im Schnitt ungefähr so, wie der Mittelwert auch wäre. Publikationen, also wie gesagt, es gibt ja diese ganzen Scores, Impact Points, Views, Downloads, das ist alles sehr hoch miteinander korreliert. Wir finden keine Geschlechtsunterschiede. Wir finden allerdings, wie zu erwarten, Korrelationen mit der Karrierestufe. Also Professoren haben natürlich, oder ältere Leute, aber das fällt weg, wenn man eben mit Karrierestufe das erklärt, die haben einen höheren Score, weil die natürlich länger dabei sind. Es korreliert aber auch, wir haben für eine kleine Stichprobe gefragt, ob wir es mit ihrem Google-Profil vergleichen dürfen. Und da finden wir auch hohe Korrelationen. Also dieses große Versprechen, dass das ein völlig neuer Weg ist, Reputation zu messen, ist es nicht. Es misst eigentlich das Gleiche wie Google Scholar oder so weiter. Den haben wir auch versucht vorherzusagen. Auch hier finden wir wieder wenig Effekte. Die Nutzung, die tut manchmal ein bisschen was. Wenn man dann aber die Netzwerkvariablen rein nimmt, dann erklären die eigentlich das meiste. Und das war ganz interessant. Also man kann ja Leuten folgen oder andere Leute folgen einem. Und was wir da gefunden haben, ist, dass wenn man viele Follower hat, das ist positiv, dann haben die Leute einen höheren Score. Und wenn diese Leute aus verschiedenen Instituten kommen. Das könnte eben damit zu tun haben, dass es schwerer zu manipulieren ist. Also ich kann ja ohne Probleme 1000 Leuten folgen, aber es ist natürlich viel schwieriger, 1000 Leute dazu zu bekommen, dass die mir folgen. Und wie gesagt, es ist ein bisschen die Frage, was ist Ursache-Wirkung? Spiegelt das jetzt korrekt wider, dass erfolgreichere Leute auch öfter zum Beispiel die Institution gewechselt haben und deshalb auch besser vernetzt sind. Also es ist wahrscheinlich nicht so, dass wenn Sie jetzt dreimal umziehen, dass das dann plötzlich den ResearchGate-Score einfach so hoch treibt. Wenn wir es zusammenfassen, was wir in der Studie gesehen haben, dann sehen wir, dass es eigentlich vor allem zum Selbstmarketing genutzt wird. Also weniger, um wirklich inhaltlich zu diskutieren oder um da Daten hochzuladen, an Projekten zu arbeiten, sondern um die eigenen Publikationen zu verbreiten und zu hoffen, dass die Zitationen hochgehen. Man sieht, dass die Leute das als Boost für die Karriere wahrnehmen, also so wird es bewertet. Wenn wir aber jetzt, naja, relativ objektiv ist ja auch natürlich eine subjektive Einschätzung auf die Produktivität oder auf die Karrierezufriedenheit schauen, sehen wir eigentlich keine Effekte. Zumindest jetzt in dieser querschnittlichen Studie. Spannende wäre natürlich, wenn man jetzt ein Jahr später nochmal schaut, haben die Leute, die auf ResearchGate waren, haben die mehr Karriere gemacht. Was ein bisschen zweischneidiges Ergebnis ist, dass eben der Erfolgsdruck mit dieser positiven Bewertung korreliert. Das heißt, kann natürlich auch sein, dass die Leute sich selber nochmal Druck machen. Und ohnehin gibt es ja immer mehr Rankings, man braucht Publikationen, man braucht Drittmittel und all sowas. Und jetzt kommt halt nochmal dieser ResearchGate-Score dazu, der ja auch schon teilweise bei
Forscher, also manche Unis, die zeigen den ja stehen neben den Mitarbeitern. Das heißt, das ist eine Entwicklung, die in dieselbe Richtung geht. Was wir auch sehen, ist, dass es kein radikal neuer Ansatz ist, wie jetzt diese Old Metrics wären, die eben Twitter oder so weiter. Wenn wir jetzt sagen, was heißt das? Heißt das jetzt ResearchGate, das erreicht nicht so, was es schaffen wollte? Das ist teilweise so, dass man könnte sich jetzt fragen, liegt das da dran? Also ich meine, die Leute laden ihre Publikationen hoch, aber recht viel mehr tun sie im Moment nicht. Es ist nicht wirklich eine Community, wo viel über Forschung diskutiert wird. Und es könnte natürlich auch auf dem Design irgendwie liegen. Also es gibt ja nur diese Push-Nachrichten. Also wer hat, folgt jemand, endorsed jemand, hat was publiziert, was hochgeladen. Aber ich kann nicht selber was schreiben, wie auf Facebook oder Twitter. Es gibt irgendwo diese Question und Answers, aber es gibt nicht wie in einer Forenstruktur eine Diskussionsplattform. Es ist eben super sachlich, also ich kann jemand endorsen, aber ich kann jetzt nicht mal so die Publikation von einem Kollegen liken oder dem irgendwie gratulieren, dass er das geschafft hat. So dieses, was ein bisschen sozialer ist, das fehlt. Und was es natürlich auch weglässt, es nutzt eigentlich nicht dieses Potenzial, dass es vielleicht tatsächlich Old Metrics geben könnte. Wenn man sich das anschaut, erinnert mich ein bisschen an Xing oder LinkedIn, diese Business-Plattformen, das waren ja auch oft jahrelang relativ tote Plattformen, die Leute mehr wie so ein Adressbuch benutzt haben und halt ab und zu mal einen Kontakt zugefügt haben. Und was man jetzt sieht, ist, dass die mittlerweile auch eben so Status-Updates haben, dass man selber was posten kann, dass LinkedIn versucht nochmal Leute auch zu animieren, dass man irgendwie ein Gefällt mir klickt, was kommentiert, dass da eben Kommunikation stimuliert wird. Das könnte vielleicht auch ein Weg für ResearchGate sein. Ich habe gedacht, weil es ja ein Vortrag ist für E-Teaching, können wir da irgendwelche Implikationen für die Lehre sehen? Ich muss zugeben, da sind eigentlich erstmal eher wenig. Das kommt zum einen durch ResearchGate, weil die eben so dermaßen stark auf Publikationen fokussiert sind. Das heißt, so gesehen wäre eher noch der Zugang, wenn man braucht ja auch mal immer Lehre für irgendwelche, man braucht ja auch Lehre, man muss ja über irgendwelche Forschung berichten und da wäre Zugang zu den Artikeln und dieses Question and Answer Forum, da findet man durchaus Fragen, die um die Lehre gehen. Insgesamt müsste man sagen, auch wenn jetzt ResearchGate mehr als so ein Selbstmarketingstool genutzt wird, werden die Social Media doch eine zunehmend wichtigere Rolle im Wissenschaftsprozess spielen, weil eben dieses Teilen, Open Access, diese Kultur sich langsam ändert, weil auch Old Metrics, dass man sich mal andere Sachen als immer nur den Impact-Faktor anschaut, an Bedeutung gewinnen wird. Aber es sind halt auch andere Social Media. Ich habe hier nur zwei Kommentare, das haben wir ein bisschen aus der Follow-up-Studie, die noch nicht ganz abgeschlossen ist. Aber wir sehen viele Forscher, die sagen, dass Twitter für die sehr hilfreich ist, auch um mal gemeinsame Interessen rauszukriegen, interessante Artikel, aber auch wieder ein bisschen Self-Promotion. Und was man aussieht, dass es immer mehr auf Facebook auch wirklich inhaltlich sehr aktive Gruppen gibt, wo Diskussionen stattfinden. Was wir allerdings noch nicht haben, zumindest sehe ich das soweit noch nicht, ein optimales Tool, dass all diese Features, also man hat ein Netzwerk, man kann selber was posten, man kann einfach Publikationen und Daten teilen, das ist ja auf Facebook mit den Privacy-Rechten ein großes Problem, sowas fehlt noch. Jetzt habe ich doch viel länger gebraucht, als ich dachte, zum Teil auch wegen der technischen Schwierigkeiten, aber ich werde erstmal mich herzlich bedanken und ich bin jetzt natürlich gerne bereit, die Fragen zu beantworten. Ich habe nur gesehen, dass die ganze Zeit was scrollt, aber nicht alle mitlesen können. Ja, vielen Dank an dich, Sonja. Hier hat sich gerade so ein bisschen eine Diskussion über Xing und LinkedIn entwickelt, inwiefern das denn sinnvoll ist. Ich schalte mal um auf unseren Frage- und Antwortmodus. Mhm. Falls wir die Folie nachher nochmal brauchen, gehe ich zurück. Und noch kurz der Hinweis, dass die ganzen Diagramme natürlich von uns nachgereicht werden. Das war jetzt on the fly ein bisschen schwierig zu beheben. Meine Kollegin Anne Thielsen weist gerade darauf hin, dass wir ein Interview mit dem Gründer von ResearchGate im Portal haben. Der Link ist dort auch, können Sie sich vielleicht für später notieren. An Fragen war jetzt aufgetreten, inwiefern Wissenschaftler, die jetzt nicht gängige Meinungen vertreten und keinen Mainstream machen, hinten runterfallen bei so Plattformen wie ResearchGate.
Ja, also da würde ich zustimmen, dass die eigentlich auch wieder hinten runterfallen. Also es verspricht zwar groß, es wäre ein alternativer Weg, aber dadurch, dass die letztendlich doch wieder vor allem die Publikationen und vor allem die in den Zeitschriften und in den Zeitschriften vor allem je höher der Impact-Faktor ist, ist man wieder so ein bisschen im Mainstream-Gebiet. Also dann hängt es natürlich auch wieder davon ab, wie groß ist das Gebiet, wie viele Forscher gibt es da überhaupt, weil natürlich kriege ich mehr Zitationen, wenn das ein großes Gebiet ist, als wenn es so ein Orchideenfach ist. Also da lösen sie das Versprechen nicht wirklich ein. Ja. Und daran anschließend dann die Frage nach dem RG-Score und vielleicht auch die Frage, inwiefern denn ResearchGate eine Legitimation hat, auch so einen Score in die Welt zu setzen. Dafür wäre vielleicht interessant, auch für mich, der sich da nicht so gut mit auskennt, wie solche Indizes entstehen. Wer setzt sie denn normalerweise in die Welt? So der H-Index oder wie die heißen, ich bin da persönlich kein Experte. I10, H-Index, das sind so die bei Google Scholar. Also bevor Google Scholar damit angefangen hat, gab es ja diesen Impact-Faktor für die Journals und der wurde ja von den Journals selber von den Publishern rausgegeben. Die haben dann halt analysiert, jeweils wie viele Artikel werden denn in einer bestimmten, also nicht mal von dem Journal selber, da gibt es diese, was ist Scopus oder wie die heißen. Also neue Journals haben ja erstmal 5 Jahre gar keinen Impact-Faktor, weil das erstmal eine Weile laufen muss. Also das war mal so halbwegs. Ja, oder können wir sagen, war eigentlich ein objektiver Score. Der wurde aber eben auch kritisiert, weil der ja auf Journal-Ebene ist. Und dann kann es immer noch sein, dass wenn zwar im Schnitt die meisten Artikel aus dem Journal sehr viel zitiert werden, dass ausgerechnet meiner überhaupt nicht zitiert wird. Eine generelle Frage ist sowieso, was sagt Anzahl der Zitationen? Also es sagt natürlich zum einen, es gibt immerhin jemand, der es liest. Aber es kann ja was zitiert werden, was wirklich gut ist, oder man kann es immer zitieren und sagen, ja, dieses Gebiet wurde irgendwann untersucht und die Studien haben aber die und die Schwächen. Dann wird man zwar auch dauernd zitiert, aber ist nicht unbedingt positiv. Also da gibt es einfach Probleme damit. Und Google Scholar macht, denke ich, was Ähnliches wie diese. Also H-Faktor geht dann ja nochmal irgendwie drum, dann ist es schon mal ein bisschen mehr auf der Ebene des Autors, wie viele Publikationen man dann hat, die oft zitiert werden. Also hat man nur eine einzige, die 200 Mal zitiert wird und alle anderen werden nicht zitiert, oder ist man jemand, der konsistent viel zitierte Arbeiten produziert? Und Google Scholar nimmt da zum Beispiel alles mit rein, was es finden kann. Da zählt, glaube ich, manchmal auch irgendeine Seminararbeit oder sowas. Ich sehe gerade auch schon, dass ein paar Leute das auch noch mal wissen, wie der Hirschfaktor genau berechnet wird. Ja, und da ist schon der Unterschied, dafür wurde ResearchGate auch kritisiert. Die schreiben nicht irgendwo auf ihrer Website, was denn die Formel dahinter ist. Also man hat den Eindruck, dass wenn man eine Publikation hat und die ist in einer Zeitschrift mit dem so und so Impact-Faktor, dass dann dieser eine Faktor, um den sie da haben, genau um den Impact-Faktor steigt, aber sie machen das nie explizit. Sie sagen eben, ja, das Netzwerk und die Contributions würden irgendwie mit einfließen, aber. Und das ist natürlich schon was man hinterfragen kann, wenn jetzt da alle möglichen Institute mit so einem eigenen Faktor kommen. Also ich habe neulich auch gehört, das Loop, das ist wohl so ein neues, das dann von Frontiers nochmal kommt. Die wollen auch ein neues Netzwerk aufbauen und auch die versprechen wieder irgendwelche Scores. Und das Problem ist halt, man kann sich dem nicht völlig entziehen, weil wenn ich, also zumindest wenn ich mich noch auf Professuren, wenn ich mich auf Stellen bewerben will und wenn dann eben die 5 Kandidaten haben und 4 davon sind auf ResearchGate und man kann sofort deren Score sehen und ich bin nicht drauf, habe ich halt einen Nachteil. Sind der soziale Druck ähnlich wie bei Facebook, wo man eigentlich kaum nicht Mitglied sein kann oder WhatsApp oder Ja. Konsorten? Ja. Zu den rechtlichen Fragen gab es hier noch eine Anmerkung. Inwiefern ResearchGate die Gefahr von Plagiaten oder Datenklau birgt? Ja, ich denke, so wie es im Moment ist, dass die meisten Mitglieder ihre ohnehin schon publizierten Artikel hochladen, ist das, denke ich, weniger das Problem vom Plagiat. Da gäbe es die andere rechtliche Seite, dass die Zeitschriften ja unterschiedliche Regelungen haben, ob man überhaupt was hochladen darf. Und manche haben ja Sperrfristen oder man darf nur die Preprint-Version. Und da sehe ich eher nochmal ein rechtliches Problem. Was tatsächlich ein Problem sein könnte, wenn die Leute eben jetzt ihre Daten hochladen, die haben da ja nicht eine feste,
die UI oder sowas, dass die dann zitierfähig sind. Es gibt ja diese Diskussion generell mit diesem Open Data, dass man die teilen sollte, aber dann wäre eben auch die Idee dahinter, dass man dann immer den Forscher, der die erhoben hat, auch tatsächlich zitiert. Und da sehe ich im Moment nicht, wie das kontrolliert werden sollte. Ja. Dann eine Frage von meiner Kollegin. Wie sähe deiner Ansicht nach ein optimales soziales Netzwerk für Wissenschaftlerinnen aus? Ja, das ist ein bisschen, was ich gesagt habe, was eben an ResearchGate fehlt, ist eigentlich, dass man wirklich mit anderen Leuten interagieren kann, dass man auch irgendwie einen Thread anfängt zu einem bestimmten Thema und da inhaltlich drüber diskutiert. Ich habe eben nur wirklich nur die Publikationen, ich kann ja Personen folgen oder einem Artikel, aber ich kann da nicht wirklich drüber diskutieren oder auch meine Ideen diskutieren. Also so ein bisschen mehr Social sollte es sein, dass ich auch mal sowas wie einen Like-Button hätte. Was man aber auf jeden Fall eben auch bräuchte, also auf Facebook ist es ja so, wenn man irgendwas postet, ein Foto, dann sagt Facebook ja, das gehört jetzt auch Facebook. Das heißt, man bräuchte bei Research-Netzwerken auch wirklich ganz klar geregelt, wem sowas gehört. Also das müsste natürlich schon immer noch die Daten von dem Forscher sein. Und wie man, ja, das ist natürlich technisch wahrscheinlich auch eine Herausforderung, sicherzustellen, dass das überhaupt nicht missbraucht werden kann. Ja. Wie kam, so grundsätzlich habt ihr in eurer Studie auch diese Question and Answers Sektion mit erhoben und inwiefern die für gut befunden wird, weil das würde ja Interaktionen fördern zu Forschungsthemen. Also das war bei der einen Grafik, die man nicht sehen konnte, also es hat halt so gut wie keiner genutzt. Und wenn, dann haben sie nochmal ein bisschen eher was geantwortet, aber halt sehr, sehr sporadisch und gefragt hat eigentlich keiner. Also wenn man natürlich drauf schaut, es gibt durchaus, es könnte schon sein, dass das von Disziplinen auch abhängt. Aber jetzt in der Studie, wo wir vor allem Kommunikationswissenschaftler und Psychologen hatten, da fanden wir, dass das kaum genutzt wird. Aber ich kenne eben gerade für Psychologen und Kommunikationswissenschaftler auch einige Facebook-Gruppen, wo eben durchaus intensiv diskutiert wird. Also das ist, glaube ich, nochmal die Wahl des Mediums. Jetzt hier noch zwei Anregungen. Einmal, dass es nach der Meinung von Nathalie Roth eher ein Tool für wissenschaftliche Publikationen ist als ein Community-Tool. Und Herr Moseni ergänzt dann, dass das irgendwie auch fehlt. Ein Tool für die Kollaboration zwischen Wissenschaftlern an verschiedenen Unis. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Genau, das würde ich zustimmen. Das ist, denke ich, auch eines der Hauptergebnisse aus der Studie, weil die Leute eben gar nicht sagen, dass sie das nutzen, um sich zu vernetzen und mit neuen Leuten in Kontakt zu kommen, sondern weil sie sagen, ich lade das hoch, ich hoffe, meine Citations gehen hoch. Und genau, da stimme ich eben auch zu, dass das, selbst wenn man es dazu nutzen wollte, recht viel mehr als einer Person folgen, kann ich ja nicht. Also ich kann da nochmal eine private Nachricht schreiben, aber die Leute, also wenn, dann bräuchte man ja so eine semi-öffentliche Diskussion unter einer kleinen Gruppe von Forschern. Also oder vielleicht so ähnlich wie auf Twitter, dass man halt Leuten folgt, die an ähnlichen Themen arbeiten. Nur dass man dann mehr als 140 Zeichen bräuchte, damit man auch vernünftig über Forschungsideen reden kann. Das wäre wieder die Frage, was für ein Tool bräuchte, wie müsste so ein Netzwerk aussehen. Vielleicht mal eine ganz simple Frage, aber doch interessante. Was machen Sie jetzt mit den Ergebnissen oder was machst du jetzt und was ist der nächste Schritt? So. Ja, wir haben eben jetzt nur diese andere Studie laufen, wo wir hoffen, Leute aus anderen Ländern und aus verschiedenen Disziplinen noch zu kriegen. Und wollten wir nochmal schauen, ob das ähnlich aussieht oder ob es da Unterschiede zwischen den Disziplinen gibt. Ich habe zum Beispiel mal mit einem Physiker gesprochen und der hat gesagt, er nutzt das so als Tool für seine Doktoranden, dass die vor der Veröffentlichung quasi die Paper schon mal hochladen und dann die Anzahl der Downloads und Views als einen Indikator nehmen, wie leicht das Paper das in dem Publikationsprozess haben wird. Und das ist ja was bei uns irgendwie gar nicht geht. Aber die Physiker oder Naturwissenschaftler haben ja manchmal dieses Archiv X, die haben das öfter schon, dass die, also da ist eine andere Kultur, in welchem Stadium man mit Sachen an die Öffentlichkeit geht. Also das wollten wir uns nochmal anschauen. Das heißt, wir wollten, ja, je nachdem, entweder schreiben wir eher so ein deskriptives Paper, wie es dann aussieht, und wir haben dann natürlich nochmal ein bisschen psychologischere Variablen in der Follow-up-Studie drin. Also wir wollten schauen, was ist der Einfluss von Social Comparison Orientation? Macht es einen Unterschied, ob Leute, die sich generell eine hohe Neigung haben, sich mit anderen zu vergleichen, nutzen die das anders? Weil die haben natürlich jetzt super einfach diesen ganzen ResearchGate-Score.
und diese Dimensionen. Ja. Eine Frage von Frau Kerz. Was brauchen Wissenschaftler denn grundsätzlich, um ihre Reichweite zu erhöhen? Ja, sie brauchen, im Prinzip brauchen sie Leser also andere Wissenschaftler, die das auch lesen und die das interessant genug finden, um dann darauf aufzubauen, um dann in ihren eigenen Publikationen das natürlich auch wieder zu zitieren. Also wenn es jetzt um die wissenschaftliche Reichweite geht. Und traditionell hat man das, denke ich, eben über diese High-Impact-Journals oder um Beiträge auf Tagungen, dass man in der Community vernetzt ist, eben gemacht. Aber es gibt ja auch immer mehr Zeitschriften und man kann ja auch immer nicht mehr alles lesen. Und dann helfen solche Tools eben schon. Und wenn es eben auch in die Öffentlichkeit geht, dann denke ich, sind so Tools wie Twitter auch sehr nützlich. Um mal den Bogen so ein bisschen zur Lehre zu schlagen, was sonst in unserem Themen-Special immer das Ja. Hauptthema war. An sich, Forschung und Lehre sind ja recht eng miteinander verbunden, üblicherweise. Was von deinen wissenschaftlichen Erfahrungen mit Social Media Diensten gibst du denn an deine Studierenden weiter? Ja, also weniger jetzt diese ResearchGate-Studie, aber also kommt auch wieder drauf an bei den Studierenden. Ich meine, ich oder Nicole hatte zum Beispiel mal ein Seminar gemacht über Social Media, dann haben wir natürlich mehr diese Effekte, was wir über die Facebook-Nutzung wissen mit Selbstdarstellung und Privacy und sowas. Aber wir machen ja auch Forschung zum ja, Rolle von beruflich eingesetzten Social Media und wo wir auch finden, dass zumindest Xing, LinkedIn-Nutzer höhere Informationsvorteile berichten als Leute, die sowas nicht nutzen. Also man kann schon solche Netzwerke benutzen, um sein Netzwerk zu erhalten, also oder auszubauen, zu pflegen. Also ich habe zum Beispiel auf LinkedIn, weil ich eben lange in den Niederlanden war und da ist LinkedIn eher der Default als Xing, ich habe da aus 9 Jahren ehemalige Masterstudenten. Und kann eben sehen, wo sind die denn mittlerweile und kann die auch mal als Gastsprecher in eine Vorlesung einladen. Und früher wäre es so, dass mir ein Student bei der Diplomverleihung noch gesagt hätte, ob er oder sie schon eine erste Stelle hat und wo, aber danach hätte ich die Person aus den Augen verloren. Und man sieht eben, dass diese Netzwerke aus den schwächeren Kontakten in anderen Kontexten Leuten durchaus zu beruflichen Vorteilen verhelfen können. Hängt das von der Ja. Disziplin ab oder würdest du das fast grundsätzlich sagen? Wir haben das in der Längsschnittstudie, also die ich in dem ERC-Projekt drin habe, da haben wir ja eine repräsentative Stichprobe von niederländischen Online-Nutzern. Da habe ich aber keine Angaben zur Disziplin, aber das finden wir so generell. Also ich würde mal an, also es hängt natürlich ein bisschen von der Disziplin ab, dass wenn ich jetzt, wenn ich ein Sachbearbeiter in einem Büro bin, dann brauche ich wahrscheinlich nicht unbedingt so viele schwächere Kontakte, als wenn ich jetzt jemand bin, der viel mit Kunden arbeitet, der nochmal neue Kunden akquirieren muss. Also da gibt es sicher auch nochmal Effekte, ja. So, letzte Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wenn Sie noch eine Frage an Sonja Utz haben, bitte jetzt eingeben. So, ich sehe niemand tippen im Moment. Dann Sonja nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst in unserer Online-Event-Reihe. Und zum Abschluss noch ein paar Infos, was in Zukunft auf eTeaching.org ansteht. Die Vorträge werden, also der Vortrag wird jetzt in den nächsten Stunden online gestellt und kann dann im Nachhinein nochmal angeschaut werden, auch für diejenigen, die jetzt nicht dabei waren. Und wenn Sie noch Diskussionsfragen haben, wenn noch Fragen auftauchen im weiteren Verlauf, gibt es auch unsere Facebook-Gruppe, wo das diskutiert werden kann. Keine Research-Gruppe, also das gibt es ja auch gar nicht. Und dann möchte ich hinweisen auf unseren Call fürs nächste Themen-Special ab Oktober 2015, also dieses Jahr im Oktober, Lernen mit Videos. Also wenn Sie an Ihrer Hochschule mit Videolernen zu tun haben, sei das über Vorlesungsaufzeichnungen, Erstellung von ja, Micro-Learning-Content oder Videos in allen Farben und Formen, dann können Sie diesen Call sich mal notieren und überlegen, ob Sie etwas beitragen möchten. Dann habe ich noch was, dafür schalte ich jetzt kurz auf die Lobby. Und zwar ein Kollege auch hier am IWM macht eine Studie zu OER, die gleichzeitig ein Informationsangebot ist. Also wenn Sie sich für das Thema OER interessieren, gucken Sie mal rein. Das ist nur noch ein paar Wochen online und dort stehen verschiedene Argumente zu OER, die Sie bewerten können nach Ihrer
Argumentationskraft und welchen sie eher zustimmen oder nicht. Und dafür können Sie dem Link hier folgen. So, und dann zu guter Letzt bleibt mir noch der Hinweis auf unser finales Online-Event zum Special am 6. Juli um 14 Uhr. Diesmal ein ganz anderes Thema, aber auch spannend, die Social Media Strategie der FU Berlin. Es hat ja nicht jede Hochschule eine Social Media Strategie oder das ist sogar unüblich. Die FU Berlin hat eine und Professor Dr. Nicolas Apostolopoulos vom CEDIS und Nicole Bauch werden die vorstellen. Und die Social Media Strategie bezieht sich sowohl auf Forschung, was ja heute das Thema war, als auch auf die Lehre und die Öffentlichkeitsarbeit an der Freien Universität. Ja, wir würden uns freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Das nächste Mal machen wir unseren Technikcheck noch gründlicher, dass auch alle Diagramme dann sichtbar sind. Und dann bleibt mir noch Ihnen eine schöne Woche zu wünschen. Und bis bald wieder. Und danke nochmal, Sonja. Ja, bitte, auch vielen Dank nochmal für die Einladung. Gerne. Tschüss. Tschüss.